Ich habe mir für den Buchtipp ein Taschenbuch aus dem Diogenes Verlag ausgesucht. Es ist von Martin Suter und heißt Cheers, Feiern mit der Business Class. Martin Suter ist mir von meinem Schwager empfohlen worden, der als Unternehmensberater selbst ein paar Manager kennengelernt hat. Damit Sie sehen, was er damit gemeint hat, lese ich Ihnen am besten ein kleines Stück aus einer Erzählung vor. Sie heißt Eine Führungskrise. Der Manager Strasser entdeckt eines Tages im Empfangsbereich seines Unternehmens einen Christbaum. Christbäume im Empfangsbereich gehören zum Innenerscheinungsbild des Unternehmens und somit zur Corporate Identity. Und diese ist Chefsache. Die Tatsache, dass sich jemand in sein Revier gewagt hat, beschäftigt ihn während einer längeren PowerPoint-Präsentation zu einem Thema, das er nicht mitbekommen hat. Ist der Baum eine Eigeninitiative von Frau Thielmann, Empfang und Telefon? Oder hat er es mit einem strategischen Vorstoß aus der Management-Ebene zu tun? Im letzteren Fall müsste er hart durchgreifen. Angriffe auf seine Kompetenzen aus dem Umfeld potenzieller Nachfolger müssen im Keim erstickt werden. Er geht die Liste der möglichen Täter durch. Es kommen alle in Frage. Was mir an Martin Suters Geschichten so gut gefällt, ist die sanfte Ironie, hinter der sich beißende Kritik verbirgt. Wenn Sie Suter gelesen haben, werden Sie die Business Class mit ganz anderen Augen ansehen, vielleicht sogar mit etwas Mitleid. Wie schwer muss es sein, sich gegen vermeintliche oder echte Rivalen zu verteidigen und überall Verrat zu wittern? Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Lesen und vielleicht erkennen Sie ja den einen oder anderen aus Ihrem Bekanntenkreis wieder.